Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Mir wurde jetzt gesagt, ich soll vielleicht doch mal versuchen, den jetzt schon anzugreifen, den Leader hier von den Orangenen, weil ich ja die Orbitaltechnologie habe und recht gut rüberkomme und außerdem, naja, was für mich jetzt noch entscheidend wäre vielleicht, ist ja, dass ich zwei fortschrittliche Technologien habe und auch die Flugzeuge zur Not habe, um so ein bisschen Anfangsverteidigung und auch andere Sachen aufzubauen. Das Planetensystem hatten wir schon mal. Die Gegner waren mehrere Gegner alle auf einem Planeten, wenn ich mich recht entsinne. Wenn die immer wieder dort starten, dann könnte es sogar gehen. Jetzt ist die Frage, wo landet mein Verbündeter? Und ich habe diesmal nur einen Verbündeten. Ich weiß nicht, ob ich damals zwei hatte oder auch nur einen. So, dann war ein Planet steuerbar und einer war auch noch landbar, wo ich damals gelandet bin. Wenn wieder dieselbe Konstellation möglich ist und die Gegner nicht auf anderen Planeten starten und mein Verbündeter die Gegner ein Stück weit in Schach hält, würde es vielleicht sogar gehen. Alles andere wäre ziemlich problematisch. Die Frage ist, will ich es riskieren? Was ich jetzt aber mal machen will, ist doch mal beim Roten reinhalten und, oder beim Lilanen und dort den Fraktionsleader finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nee, hier nicht, hier sind, die schalten jeweils nur einen, der schaltet zwei frei. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier angreifen würde, würde ich zwei Planeten freischalten und könnte tiefer in die Regionen hier vordringen und vielleicht dort den Fraktionsleader finden. Dass ich erstmal vergleichen kann, was haben die für Startplaneten, Startsternsysteme und so, ob ich die schon kenne oder ob das neue sind. So, jetzt kann ich, aus irgendeinem Grund funktioniert gerade der Mod nicht, dass ich so weit springen kann. Jetzt geht's. Okay. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier angreifen. Mal kurz schauen. Du schaltest zwei noch frei. Der Lilane wird irgendwo hier sein. Das heißt, hier würde ich fast angreifen wollen. Hier ist auch nur ein Planet. Das heißt, das müsste gehen. Ja. Ich würde sagen, ich gehe hier hin. Mal gucken. Enemy commander Sah detected. lustig aus. Da ist noch frei? Ist ja interessant. Cool. Da haben wir dann eine kostenlose Technologie. Na dann versuchen wir es mal hier. Battle selected. Also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es wirklich bei dem Schwierigkeitsgrad jetzt schon schaffe, den Fraktionsleader einfach so wegzuhauen. Entweder einen zweiten Verbündeten würde ich gerne noch haben oder auch noch die grundlegenden Fahrzeugtechnologien, das wäre auch noch gut. Ich habe modtechnisch einen neuen Mod eingebaut, den Gross Economy Mod wieder rausgemacht, der hier oben die Farben und Zeugs verändert. Das Hintergrundbild hier habe ich wieder verändert. Das dürfte man sehen, wenn ich jetzt so drehe. Da habe ich jetzt eine andere Galaxie reingemacht. Ich weiß nicht, ob man jetzt den Unterschied sieht. Kann sein, dass es für manche gleich aussieht, aber ja, es ist eine andere Galaxie im Hintergrund zu sehen. Ja, die sieht fast noch besser aus. Die könnte ich sogar vielleicht behalten. Und der Mod, den ich jetzt vorstelle, wir haben zwei Startplätze, nehmen wir den hier, weil der näher am Metall ist. Der Mod, den ich jetzt gerade vorstellen will, ist ein Mod, der macht das Gebäude, wenn ich eine Fabrikationseinheit habe, Gebäude werden farbig markiert, je nachdem, was für Gebäude es sind. Und zwar, na, kann ich gleich erklären, weil jetzt sehe ich die kleinen Symbole nicht mehr. Das stört mich ja ganz gewaltig. Was war jetzt was hier? Gut, das war richtig. Weil ich brauche die kleinen Symbole, dass ich erkenne, was hier was ist. Ich kann nämlich nicht unterscheiden, was hier Fahrzeug und was hier Cardboard-Fabrik ist. Und das stört mich ja ganz gewaltig. Muss ich mal sagen. So, wir haben auf jeden Fall einen Gegner hier auf dem Planeten. Das heißt, ich mach's mal so. Hier bauen wir zwei davon und dann ein paar hundert davon. Hier bauen wir zwei davon, lassen die über die. Ups. Ich hoffe, ich habe gerade das Spiel abgewählt. Ich hoffe, das stutzt jetzt nicht ab oder die Aufnahme ist jetzt nicht kaputt gegangen dadurch. Aber hoffen wir einfach mal. So, die wollte ich hier rüber patrouillieren lassen. Die beiden. So, du bist fertig. Du machst erstmal Metall hier. Es sieht etwas komisch aus hier unten, muss ich sagen. Du machst mal ein Radar. Also die roten sind strategische, gelbe sind Verteidigungs, grüne sind Ressourcen und blaue sind Produktionsanlagen oder so, wenn ich das verstanden habe. Den will ich wissen, wo er ist. So. Ich hoffe, meine Aufnahme ist jetzt noch in Ordnung. Weil das gefiel mir gerade nicht, dass das. Du machst auch mal mit da mit Metall produzieren. Und hier produzieren wir jetzt für Patrouille über der Basis ein paar hundert von denen.
So, und die werden wir jetzt. Wo ist jetzt eigentlich der Gegner? Ach, da. Okay, das ist ja gar nicht so weit weg. Wenn man da mal einen schnellen Angriff reinhält, dann ist das ja gar nicht schlecht. Ach, falsch. Daneben geklickt. So, erstmal das Metall hier ein bisschen loswerden. Sind die Gebäude auch, die hier rumstehen, so ein bisschen farbig markiert? Also die Farbe kommt mir anders vor gerade, deswegen frage ich. Aber kann auch einfach nur sein, dass ich sonst mal jetzt den Orangen bekämpft habe und jetzt plötzlich der Lilanen natürlich anders aussieht. Dass ich deswegen so verwundert bin. Dann ist ein Produktionsflugzeug. Aber ich will nicht die Viecher an den Commander verlieren. Oh, der fängt schon an zu schießen. Tötet man das Produktionsflugzeug. Gut. Könnt ihr das? Ja. Gut. Jetzt schießt einfach mal von hier aus auf die Energie. Einfach nur gelangweilt darauf schießen. So, du baust das hier. Oh, das ist schon fertig. Gut. Dann baust du erstmal kurz Energie. Die vier Stück. Und danach baust du mal ein paar Fahrzeuge. Ne, wir haben nur verbesserte Fahrzeuge. Okay, dann brauchen wir keine Fahrzeugfabriken gerade. Dann baust du die beiden. Hier geht mal kurz los und mit was zerstören. Fangt mal hier hinten an. Weil ich möchte nicht, dass hier ein Gegner reinrennt und ich euch dann verliere. Der hat da eine Laserverteidigung, aha. Und der Bomber. Irgendwie sehe ich die Schüsse gerade kaum. Liegt das an der Planetenoberfläche oder woran liegt das gerade? Stellen wir hier durch und die Konstruktionstypis jagen. Habt ihr den abgeschossen? Scheinbar nicht. Na gut, dann tötet ihr jetzt das Ding, ist okay. Gut. Der eine Bomber muss halt herhalten. Mist, da habe ich schon zu früh die Richtung geändert. Ja, Mist. Naja, wir haben ja nachproduziert. So, du hast das produziert. Unsere Flieger, Luftabwehrflieger sind gut unterwegs. Dann können wir die ja jetzt mit losschicken sozusagen. Er hat ja kaum noch was. Da hinten ist der Commander irgendwo unterwegs. Okay, dann rennen wir jetzt einfach mal in die Basis rein. Okay, der hat keinen Flieger mehr. Das war der Bomber, der gerade in unsere Basis geflogen hat. Ist. Das heißt, da muss ich mir jetzt keinen Kopf machen. Das müsste alles relativ schnell zerstört werden gerade. Ach, die kommen nicht an, weil sie die Metallschrott bekämpfen. Aber wie, wegen der Verteidigungsanlagen, dass ich da keine Metalldinger davor setze, das liegt hauptsächlich, wie gesagt, daran, dass ich... So greifen die so scheiße an. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich eben denke, dass das wie der Metallschrott hier, der rumstehende, funktioniert und alle nur den Metallschrott treffen. Das ist so mein Problem. So, eigentlich müsste der Commander gleich wechseln. Mhm, hat er alles zerstört, okay. Einfach alle auf den Commander rufen. Wir können hier gerade eine Dauerproduktion auf den gegnerischen Commander raufjagen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn mein Commander neben der Explosion des gegnerischen Commanders steht, ob mein Commander dadurch vernichtet wird oder ob es wieder bei einer Atombombe ist, dass nur ein Teil der HP weggehen. Also den Mod habt ihr kurz gesehen, ich habe ihn kurz gezeigt. Das sieht man natürlich nur, wenn man Produktionseinheiten hat, dass man dann sieht, welche Farbe die Gebäude haben, die man bauen kann, je nachdem, was wofür die gut sind, ob das Verteidigungsgebäude sind oder Produktionsgebäude. Was mich hierbei natürlich ein bisschen stört, ist, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt Fahrzeugfabrik, was ist Carbot, also Botfabrik, was ist Flugzeugfabrik. Die letztere kriege ich noch so unterschieden vom Aussehen her. Aber Carbot und Fahrzeug musste ich gerade echt überlegen, war das jetzt links oder rechts? Weil ich ja jetzt die ganze Zeit eigentlich keine Fahrzeugfabrik zur Verfügung hatte und jetzt aber eins hatte, dadurch, dass ich die Technologie habe. So, jetzt schauen wir mal, was ich bekomme. Und dann haben wir ja hier noch kostenlose Technologien. Doppelte Technologie, na gut, dann raus.
Ah, schade. Alles beides doppelt gewesen. Was ein Mist. So, hier schalten wir jetzt jede Menge Sternensysteme frei. Also beim nächsten Mal werden wir hier kämpfen. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.